Auch meinerseits ein ganz herzlicher Gruß an Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es könnte als Überschrift über diese Einführung heute auch heißen, was wird bleiben von Karl Rahner? Man könnte sich dieser Frage indirekt nähern, indem einfach gefragt wird, worin Karl Rahner ein unvergessliches Beispiel gegeben hat, das jedoch nicht einfach kopiert werden kann. Durch seine Fähigkeit, Fragen zu stellen, die sich sonst niemand zu stellen traute, durch seine Fähigkeit, weiterführende Wege anzugeben, wo vermeintlich alles verschlossen und beantwortet war, durch seine scharfsichtigen Zeitdiagnosen, in denen er auf den wachsenden Pluralismus der Anschauungen in religiöser, theologischer, gesellschaftspolitischer, ökonomischer Hinsicht hinwies, einschließlich der positiven und negativen Seiten der Globalisierung, auf die zunehmende Diaspora-Situation der Kirche, in der sie unvermeidlich zur nicht mehr bestimmenden Minderheit wird. Wie sehr wird in dieser Situation seine stete Ermutigung gegen Resignation jeder Art vermisst? Nur in Klammern sozusagen wäre auf Anstrengungen im facettenreichen Lebenswerk Karl Rahners hinzuweisen, die zunächst einmal versandet sind, die aber unter gegebenen Umständen zukunftsträchtig werden können. Anstrengungen, den christlichen Glauben in einer säkularisierten und wissenschaftsbestimmten Welt diskussionsfähig zu machen und argumentativ zu vertreten. Wo ist denn heute im theoretischen Bereich ein Karl Rahner, der auch von Intellektuellen außerhalb des kirchlichen Bereichs gehört würde, fragt ein früherer Kollege Rahners in Innsbruck. Man müsste, um weiterhin das Beispiel Karl Rahners zu würdigen, auf seine Zivilcourage gegenüber Autoritäten und gegenüber dem Milieu ohne Schonung seines eigenen Prestiges eingehen. Es wäre hinzuweisen auf die singuläre Fähigkeit des theologischen Systematikers, um ein Wort des Psychoanalytikers Albert Görres aufzugreifen, in den Mokassins des anderen zu laufen, die konkreten Situationen des Zweifels und des Elends wahrzunehmen, auf sein Engagement für die unterdrückten und verelendeten Menschen, zumal in der Dritten Welt, auf seine Solidarität mit der Theologie der Befreiung, die sich dem Kontext der Menschen stellte und nicht eine vermeintliche Position der Mitte suchte, die es ja in Wahrheit gar nicht gibt, da sie die Mitte in vornehmer Enthaltung schwebend oberhalb konkreter Nöte ihre Unempfindlichkeit gegenüber menschlichem Leid demonstriert. Rahner hat die Compassio gelebt und erlitten, die Johann Baptist Metz zu Recht anmahnt. Hervorheben müsste man die Fähigkeit Rahners, theologische Einsichten aus der trockenen und abstrakten Fachsprache in die spirituelle Sprache, ja sogar in Gebete zu übersetzen. Er hat die polemische Auseinandersetzung von kniender und sitzender Theologie ad absurdum geführt. In seiner tiefen Jesusverbundenheit hat er gezeigt, was es heißt, Jesus auch heute nicht nur zu verehren, sondern in Wahrheit zu lieben. All dies darf nicht vergessen werden. Vieles davon kann auch noch in Zukunft Gewissen aufrütteln. Aber sein Andenken ist nicht nur archiviert, sondern lebendig. Eine andere Möglichkeit, auf die Aktualität Rahners einzugehen, wäre die, in minutiöser Rekonstruktion seine Impulse nicht nur in der Dogmatik, sondern in nahezu allen Disziplinen der Theologie, in der Ethik, in der Bibelwissenschaft, in der praktischen Theologie, sogar im Kirchenrecht und in der Liturgiewissenschaft, seinen Beitrag zur Ökumene, seine Dialoge mit Natur- und Gesellschaftswissenschaften aufzuzeigen. Ein solches Unterfangen ließe ihm die Gerechtigkeit zuteil werden, die manche seiner Kritiker vermissen lassen.
aber es wäre im vorgegebenen Rahmen nicht sinnvoll zu bewältigen. Stattdessen sei hier der Versuch gemacht, in Erinnerung zu rufen, wie Iraner sich innerhalb der theologischen Systematik darum mühte, die Rechte und die Würde des menschlichen Subjekts zu bedenken. Dabei ist hier dieser Versuch verbunden mit der ganz persönlichen Meinung, dass darin ein wesentliches Moment der bleibenden Aktualität Karl Rahners vorliege, bleibend wenigstens in dem sehr begrenzten binnenkirchlichen Raum und in der sehr begrenzten Aufmerksamkeit der nicht religiösen Öffentlichkeit für binnenchristliche Fragen. Ein Schlagwort, mit dem die Theologie Rahners häufig charakterisiert wird, ist anthropologische Wende, ja sogar Anthropozentrik. In der Geistesgeschichte bezeichnet dies eine nicht mehr rückgängig zu machende Veränderung im Nachdenken darüber, wie die Gewissheit der Erkenntnis begründet werden könne. Gemeint ist jene Neuorientierung der Erkenntnis, weg von der Annahme einer statisch-hierarchischen Naturordnung hin zum menschlichen Personensubjekt, in dem die Gewissheit der Erkenntnis zu begründen versucht wird. Rahner hat ein Jahr vor seinem Tod eine Klarstellung vorgenommen. Ich habe sie schon zweimal zitiert. Sie werden entschuldigen, weil ich sie für so wichtig halte, dass ich sie ein drittes Mal zitiere. Die wichtigen Probleme sind vielleicht die, die die Menschen von heute gar nicht für besonders wichtig halten. Nehmen Sie zum Beispiel die Frage der Theologie nach Gott. Die meisten Menschen von heute würden mindestens an der Oberfläche ihres Alltagsbewusstseins der Meinung sein, dass das erstens einmal gar keine wichtige Frage ist und zweitens, wenn und insofern es eine Frage ist, höchstens die Frage gestellt werden kann, ob und warum und in welcher Hinsicht Gott für den Menschen wichtig ist. Ich halte diese anthropozentrische Frage nach Gott letztlich für verkehrt und bin der Meinung, dass diese merkwürdige Art von Gottvergessenheit vielleicht die fundamentalste Problematik von heute ist. Ich sage nicht, die Menschen reden nicht genug von Gott. Und ich sage nicht, es werden nicht genug philosophische und theologische Bücher gedruckt. Aber ich meine, es gibt zu wenig Menschen, die daran denken, dass im letzten Verstand nicht Gott für sie, sondern sie für Gott da sind. So im allgemeinen theologischen Geschwätz des Alltags gehöre ich gerade zu den anthropozentrischen Theologen. Das ist letztlich ein absoluter Unsinn. Ich möchte ein Theologe sein, der sagt, dass Gott das Wichtigste ist, dass wir dazu da sind, in einer uns vergessenden Weise ihn zu lieben, ihn anzubeten, für ihn da zu sein, aus unserem eigenen Daseinsbereich in den Abgrund der Unbegreiflichkeit Gottes zu springen. Dass eine Theologie sagen muss, dass der Mensch der ist, welcher letztlich auf Gott bezogen sich über Gott vergessen muss, das ist natürlich selbstverständlich. In diesem Sinn kann man nicht genug eine anthropozentrische Theologie treiben, schon einfach deswegen, weil selbstverständlich Gott nicht irgendeinen Einzelgegenstand in unserer Welt, auch nicht den höchsten Abschlussstein eines Weltgebäudes darstellt, sondern Gott ist der Absolute, der Unbedingte, auf den wir, aber nicht so im selben Sinn eher auf uns bezogen sind, der Anzubetende, in den bedingungslos sich hineinkapitulierend man sich mit Jesus, dem Gekreuzigten, weggeben muss. Das ist das eigentliche, das fundamentalste Problem der Menschen. Und die Tatsache, dass man das so im Durchschnitt nicht empfindet, ist das fundamentalste Problem auch heute. Ende dieses Zitates. Rahner spricht hier in einer entschiedenen Weise von der Evidenz seines Glaubens, von einer Gewissheit, die er nicht durch argumentative Beweisgänge, nicht durch eine erstphilosophische Reflexion, sondern durch eine ihn zutiefst erfassende Gotteserfahrung empfing,
so wie er es wiederholt formulierte, nicht ich habe dich begriffen, sondern du hast mich ergriffen. Dieses Bekenntnis wird jedoch fundamental missverstanden, wenn man es für ein Zeugnis elitärer Mystik hielte. Für Rahmer bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass Gott sich grundsätzlich von jedem einzelnen Menschen ohne Ausnahme erfahren lassen will, in der Sprache der theologischen Tradition, Kraft des universalen Heilswillens Gottes auf dem Weg der zuvorkommenden Gnade, einer Gnade, die keinem einzelnen Menschen versagt bleibt. Die primäre Aufgabe der Glaubensgemeinschaft, der Seelsorgerinnen und Seelsorger, zumal der Mitglieder seines Ordens, der Jesuiten, sah er darin, Hindernisse und Verschüttungen auf dem Weg der Wahrnehmung dieser liebenden Nähe Gottes wegzuräumen, den Menschen zu helfen, ihre Selbsterfahrung als Gotteserfahrung zu verstehen, kurz die Mystagogie als das Wesentliche alles kirchlichen Wirkens zu begreifen. Von zentraler Bedeutung für dieses Verständnis der Selbsterfahrung als Gotteserfahrung ist, dass ein Mensch sich selber als Frage begreift und dass er das Fragen nach sich selber zu einer letzten Radikalität bringt. Geschieht das, was keineswegs notwendigerweise geschieht, weil ein Mensch sich auf vielfältigen Wegen diesem Fragen nach sich selber verweigern kann, dann erscheint diesem fragenden und nach Selbsterkenntnis suchenden Menschen die, wie Rahner sagt, unumfassbare Ganzheit der Wirklichkeit und das Gründen aller Wirklichkeit in einem Grund, der nicht in die Reihe der sonst bekannten Einzelursachen eingeordnet werden kann und darf. Ist diesem Menschen aufgegangen, was unumfassbare Ganzheit der Wirklichkeit und was Grund aller Wirklichkeit bedeuten, dann ist er dem heiligen Geheimnis begegnet. Rahner nennt es auch den schweigend gegenwärtigen Horizont alles möglichen Wissens und aller möglichen Freiheit. Diese Erfahrung ist nicht statisch, sondern dynamisch, sie ist Bewegung. Um ihn selber zu zitieren, die Bewegung ist grenzenlos. Jeder Gegenstand unseres Bewusstseins, der uns in unserer Mitwelt und Umwelt sich von sich aus meldend begegnet, ist nur eine Etappe. Ein immer neuer Ausgangspunkt dieser Bewegung, die ins Unendliche und Namenlose geht. Was in unserem Alltags- und Wissenschaftsbewusstsein gegeben ist, ist nur eine kleine Insel in einem grenzenlosen Meer des namenlosen Geheimnisses, das wächst und deutlicher wird, je mehr und je genauer wir im Einzelnen erkennen und wollen. Rahner nennt diese prinzipiell jedem Menschen mögliche Bewegung des Übersteigens aller Einzelerfahrungen auf das namenlose Geheimnis des Grundes und der Ganzheit aller Wirklichkeit hin die transzendentale Erfahrung. Um sie hat er sich in vielfachen Zugängen bemüht. Immer wieder versuchte er, den Ort der möglichen transzendentalen Erfahrung durch konkrete Beispiele aus dem menschlichen Alltag zu verdeutlichen. Er benennt Situationen, in denen Menschen nicht unbeschwert und gedankenlos, wie man so sagt, in den Tag hineinleben, sondern in unerbittlich fordernder oder negativ bedrückender Weise nachdenklich werden. Einsamkeit, Gewissensanspruch, Erschrecken über die Grenzen der Liebesfähigkeit, Erfahrungen von Sterben und Tod. Er benennt auch allerdings seltener positive Erfahrungen, in denen ein Überstieg geschieht, überwältigende Erfahrungen von Liebe und Schönheit. In seinen mystagogischen Wegweisungen zeigte Rahner, wie ein Mensch in seiner transzendentalen Erfahrung über alle konkreten Einzelwirklichkeiten hinauslangt und an Unübergreifbares rührt, an das Geheimnis schlechthin.
Diese Erinnerungen mögen genügen, um eine These anzudeuten. Die zwei Jahrzehnte nach dem Weggang Rahners haben, wie auch das ganze 20. Jahrhundert, gezeigt, was Menschen mit sich selber, mit ihren Mitmenschen und mit der Schöpfung anrichten, wenn sie darauf verzichten, sich stets neu der transzendenten tiefen Dimension ihrer Existenz zu vergewissern. Im nächsten Schritt möchte ich auf Fingerzeige Rahners hindeuten, die der theologischen Gotteslehre, dem Logos von Gott, gegolten haben und in bleibender Aktualität gelten. Rahner vermeidet es oft, in direkter Rede das Wort Gott auszusprechen. Er gibt sich und anderen auch Rechenschaft darüber. Ich zitiere: Würden wir von Gott sprechen, so wäre dauernd das Missverständnis zu befürchten. Wir sprechen von Gott, so wie er in einer schon vergegenständlichenden Begrifflichkeit ausgesagt wird, während hier doch alles darauf ankommt, dass Gott schon im Voraus dazu durch die Transzendenz und in ihr gegeben ist. So respektiert Rahner die biblische Weisung, nicht leichtfertig und obenhin mit dem heiligen Namen Gottes zu hantieren und gleichzeitig seine Unverfügbarkeit für den Menschen zu bekennen, wie er sagt, dass woraufhin der Transzendenz lässt nicht über sich verfügen, sondern ist die unendliche stumme Verfügung über uns in dem Augenblick und immer, wenn wir beginnen, über etwas zu verfügen, indem wir über es urteilend es den Gesetzen unserer a priorischen Vernunft untertan machen. Dieses Woraufhin unserer Transzendenz weist darum an, in einem nur ihm eigenen Modus des Abweisens und der Abwesenheit. Es gibt sich uns im Modus des Sich-Versagens, des Schweigens, der Ferne. Für Rahner ist die absolute Unverfügbarkeit Gottes der Grund, warum er so oft auf die alte mystische Bezeichnung der oder das Namenlose zurückgreift. Oder wie er sagt, jeder Name grenzt ab, jeder Name unterscheidet, kennzeichnet etwas, indem auswählend unter vielen Namen dem Gemeinten ein bestimmter Name gegeben wird. Und eben dieses Abgrenzende und Einordnende muss sich der Mensch gegenüber dem unumgreifbaren heiligen Geheimnis versagen, ein reiner Hinweis auf das Schweigen innerhalb der transzendentalen Erfahrung. Rahner steht damit in der Tradition der negativen Theologie, deren Theologie und Kirche mehr denn je bedürfen. Sollen sie bei Gott und bei Menschen das wieder gut machen, was Jahrhunderte einer bloß affirmativen theistischen Theologie Gott und den Menschen angetan haben? Gott darf um keinen Preis in die Einzelfänomene eingeordnet, den innerweltlichen Ursachen zugerechnet werden. Gott ist nicht Lückenbüßer, nicht Hilfskonstruktion. Seine Evidenz kann weder in philosophischer Argumentation noch experimentell bewiesen werden. Gott darf nicht in die Kategorie der Brauchbarkeit geraten. Lassen wir Rahner wiederum das Wort. Gott ist nicht etwas neben anderem, das mit diesem anderen in ein gemeinsames, homogenes System einbegriffen werden kann. Gott, sagen wir, und meinen das Ganze, aber nicht als nachträgliche Summe der Phänomene, die wir untersuchen, sondern das Ganze in seinem unverfügbaren Ursprung und Grund, der unumfasslich, unumgreiflich, unsagbar hinter, vor und über jenem Ganzen liegt, zu dem wir selbst und auch unser experimentierendes Erkennen gehören. Diesen gründenden Grund meint das Wort Gott. Den Grund, der nicht die Summe des pluralen Begründeten ist und diesem darum schöpferisch frei gegenübersteht, ohne nochmals ein höheres Ganzes mit ihm zu bilden. Gott meint das schweigende Geheimnis absolut, unbedingt und unbegreiflich.
Meines Erachtens ist es ein wesentlicher und bleibender Beitrag Rahners zur theologischen Gotteslehre, Gott zu denken als den einen und absoluten Grund aller Wirklichkeiten, als eine absolute Wirklichkeit, die selber nicht ein einzelnes Moment innerhalb dieser pluralen Welt ist, die als Grund der Welt kein partikuläres Moment in ihr ist. Das Gesagte hat weitreichende Bedeutung, die ich Ihnen lieber nicht an konkreten Beispielen hier zeigen möchte. Eine Bedeutung sowohl für das individuelle Gottesverhältnis im privaten Gebet, was wir von Gott erwarten, als auch für die Liturgiesprache der Glaubensgemeinschaft, wenn wir an die Formulierung der Fürbitten denken. Hier sei nur mit Rahners Worten auf die Relevanz dieser Sicht für das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft hingewiesen. Ich zitiere: Bei dem unvermeidlichen Ausgang der Naturwissenschaft vom Einzelnen kann in ihr das ursprüngliche Ganze und Eine grundsätzlich nicht vorkommen. Die Naturwissenschaft darf und soll also methodologisch atheistisch sein. In der Erklärung und Verknüpfung eines einzelnen Phänomens mit einem anderen muss nicht vorausgesetzt werden, dass ein einzelnes Phänomen als solches bei Fortschritt der erklärenden Verknüpfung der Phänomene plötzlich Gott herbeiziehe. Eine Erfahrung ist immer durch eine weitere partikuläre Erfahrung innerhalb des Ganzen zu erklären, nicht aber durch das ursprünglich Eine und Ganze selber. Gott ist nicht als einzelner Faktor in die Reihe der Phänomene einzuordnen. Das muss nebenbei gesagt auch bei der richtigen theologischen Deutung der sogenannten Wunder beachtet werden. Das göttliche Geheimnis als alles gründender Grund, diese Formel besagt gerade nicht, dass es über den Grund nichts zu sagen gäbe als eben dies, dass er schweige. Denn gründet jede vorfindliche Einzelwirklichkeit in diesem Grund, dann existiert eine fundamentale Beziehung dieses Grundes zum begründeten Einzelnen. Rahner setzt hier den von ihm bevorzugten Begriff der Selbsttranszendenz ein. Die Werdewelt in ihren vielen Einzelwirklichkeiten, die Gegenstand menschlicher Erfahrung und Forschung ist, verdammt sowohl ihre Existenz und ihr Werden als auch ihr Mehrwerden können, der von ihrem Grund ihr eingestifteten Befähigung. Materielles übersteigt sich selber zum Lebendigen und Geistigen. Die Tierwelt transzendiert sich in der Hominisation. Die Eltern bringen im Kind wahrhaft Neues hervor. Es gibt das Phänomen Liebe, in der ein Mensch seine Grenzen überschreitet. Aus sich heraus sind diese und andere Überstiege nicht zu verstehen. Aus der Erfahrung dieser Selbsttranszendenzen, in den positiven Erfahrungen von Leben, von Liebe, schließt Rahner auf die sich selber verströmende Güte des gründenden Grundes. Aber er ist sich bewusst, dass diese reflexive, verstehende Schlussfolgerung nicht ein Produkt autonomer menschlicher Erkenntnis, sondern Gabe des sich selber erschließenden Grundes ist. Auch hier geht der transzendentalen Reflexion der gewährte Aufgang des Geheimnisses voraus. In der mystischen Fundamentalerfahrung stellte sich für Rahner die Gabe des Lebens als die Gabe einer jeden Menschen ergreifenden Liebe dar. Wenn er die Unbegreiflichkeit Gottes die zentrale Eigenschaft Gottes nennt, dann hat er damit nicht eine Formel gefunden, mit der er das Gute wie das Böse, die Freiheit und die Notwendigkeit zu erklären vermeinte und so Gott in einer letzten Zweideutigkeit gelassen hätte. Unbegreiflichkeit Gottes meint bei ihm zuerst und zuletzt die eindeutige Unbegreiflichkeit der Liebe.
Das Bedenken des Grundes und der vom Grund ermöglichten Selbsttranszendenzen erlaubt es Rahner, im Gespräch mit den Naturwissenschaften, aber auch mit dem sogenannten Menschen von heute, angesichts der unübersichtlichen Pluralität von Wirklichkeiten, wenigstens eine Ahnung von einem aktiv einenden Ganzen hervorzurufen. Eine gewiss auch in Zukunft bleibende Aufgabe, die nicht wenig zur Wahrnehmung eigener aktiver Verantwortung im dringlichen Dienst an der Einheit aufruft. Es wäre ein großes Missverständnis, wollte man Karl Rahners Theologie einseitig auf die Methode der transzendentalen Reflexion und auf das Bedenken des transzendenten Grundes festlegen. Die Reflexion geht von dem Menschen aus, der sich immer schon in Geschichte und Welt vorfindet. Ich darf ein paar Schlüsselsätze zitieren. Transzendentalität ist nur wirklich dort vollzogen und heilswirksam für den Menschen, wo sie sich in konkreter Geschichtlichkeit vollzieht. Für das Christentum gibt es keine Transzendenz, die sich in mystischer Ungeschichtlichkeit allein neben der Banalität der Geschichtlichkeit des Menschen in einer esoterischen Mystik allein vollziehen würde, sondern die Transzendentalität des Menschen geschieht in konkreter Geschichtlichkeit. In seinem Nachdenken über den Hörer des Wortes hat Rahner den Menschen begriffen als das Seiende von hinnehmender Geistigkeit, das in Freiheit vor dem freien Gott einer möglichen Offenbarung steht, die, wenn sie kommt, in seiner Geschichte im Wort sich ereignet. Dass dieses Wort in der Geschichte erging, dass Gott sich offenbarte, das kann nicht in transzendentalem Nachdenken erschlossen werden. Und ebenso wenig lässt sich spekulativ begründen, dass dieses freie Wort des freien Gottes ebenso wie die Tat der Schöpfung ein Akt der Liebe ist. Mir scheint, dass Rahners Blick auf Menschen und Geschichte der ein Blick der Liebe ist, auch in Zukunft für den christlichen Glauben entscheidend und unentbehrlich ist, weil er die Auffassung abwehrt, ein menschliches Leben und die Menschheitsgeschichte im Ganzen befänden sich in einem unentschieden neutralen Zustand, dessen Ausgang ungewiss sei, der im Ganzen oder aber gleich möglich und gleichrangig im Bösen enden könne. Rahner hat diesem immer wieder drohenden Dualismus zwischen Gut und Böse entschieden abgesagt. Die negativen Erfahrungen, die Rahner ja nicht nur nicht leugnete, sondern aussprach in aller Deutlichkeit, und dabei kommt auch bei ihm das Schlüsselwort Auschwitz vor, konnten ihn in der Erfahrung der unmittelbaren Nähe Gottes in unbegreiflicher Liebe nicht irritieren. Ebenso wenig die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von der Winzigkeit des einzelnen Menschen und des kleinen Planeten Erde in einem sich noch immer ausdehnenden Universum von Milliarden von Lichtjahren. So sagt er in einem wiederum etwas längeren Zitat. Die Wirklichkeit dieses Universums ist doch letztlich ganz anders, als es uns diese Erfahrung unserer Nichtigkeit und Verlorenheit im erbarmungslos sein Wesen treibenden Kosmos einzureden sucht. Denn zunächst einmal ist jene ungeheuerliche Kraft und Macht, die diesen Kosmos in seine Wirklichkeit setzt und zu immer größerer Vielfalt auseinandertreibt, die einfachste, radikalste Einheit, die nicht eigentlich selber sich mit dem Kosmos ausdehnt und so mit ihm in Einzelnes zerfällt, sondern als eine und ganze überall ganz an jedem Punkt dieses Kosmos gegeben ist. Man nennt diese Urkraft, die allmächtig an jedem Punkt ganz und ungeteilt gegeben ist, Gott. Dieser Gott aber, der als ganzer und ungeteilt einer allgegenwärtig ist, selbst noch in der Tannennadel, die von der kleinen Ameise ein paar Zentimeter weit herumgezerrt wird,
hat die Möglichkeit und den freien Entschluss seiner sich selbst verschwendenden Liebe, sich selber an bestimmten Punkten dieses Universums mitzuteilen, einzelne Punkte dieses Universums zum Ereignis dieser seiner freien Selbstmitteilung zu machen, sich ganz an ein paar scheinbar verlorenen Punkten dieses Universums in das Universum einzustiften. Ja, er hat dieses ganze Universum in seiner scheinbar unermesslichen und ungeheuerlichen Größe nur werden lassen, damit die Bühne vorhanden sei, auf der das Ereignis der Gott nicht teilenden und verzettelnden, sondern ihn ganz gebenden Selbstmitteilung an das Nicht-Göttliche geschehen kann. Soweit das Zitat. Das Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung und in ihr zur Welt des Menschen ist nicht richtig verstanden, wenn das Universum außerhalb Gottes, als eine Wirklichkeit neben Gott oder unter einem über allem schwebenden Gott gedacht wird. In der theologischen Sicht Rahners ist Gott zwar der alles Ermöglichende und alle nicht-göttlichen Wirklichkeiten aktuell tragende Grund, aber auch dieser Grund darf nicht außerhalb gedacht werden. Vielmehr, alles ist in Gott. Im Zitat, Gott ist nicht neben einem wie ein Zweiter. Er ist der, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Ja, in ihm haben wir erst und allein den Raum und die Atmosphäre, die unsere innerste und eigenste Entscheidung erst möglich machen und tragen kann. Sie ist das Tiefste und Letzte in uns, aber er ist noch tiefer als wir in unserem Tiefsten. Er steht noch hinter unserem Letzten. Und darum ist er und er allein nicht einer, der nur zitternd warten müsste auf das Wort und die Entscheidung des Menschen, in der dieser sich selbst verstehen und gestalten will. Er ist vor uns. Sein Wollen und Wirken ist darum auch noch vor der innersten Entscheidung des Menschen. Er begegnet nicht dem je schon fertigen Menschen. Er ist schon wissend und wirkend beim Fertigwerden. Das Zitat macht deutlich, wie sehr Rahners theologische Gesamtschau von dem biblisch begründeten Leitmotiv geprägt ist, sola gratia. Unter dem Vorzeichen der sich selber verschwendenden Liebe Gottes steht Rahners Christologie, unter dem Vorzeichen dessen, der das andere seiner selbst nicht nur erschaffen, sondern es selber werden und erleben will. Rahner entkommt in seiner Christologie dem Verdacht des Mythologischen, bei dem ein Gott sich in einen Menschen verwandelt habe. Abgesehen von seiner suchenden Christologie, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, sind Wort und Liebe bei Rahner die Kennzeichen dessen, was gemeinhin Menschwerdung Gottes genannt wird. Die Menschwerdung des göttlichen Logos konnte als absolut transzendentes Mysterium in unserer geschichtlichen Dimension nur gegenwärtig und erkannt werden, in der Selbstoffenbarung Jesu in seinem Wort. Seine Offenbarung in Wort ist ursprünglich nicht Mitteilung von wahren Sätzen, sondern Selbstoffenbarung seines eigenen Seins, wie Rahner sagte. Sie hat dialogischen Charakter, wendet sich an Menschen als geistige Personen, um Glauben und um Liebe werbend. Das heißt, sie ist im engeren Sinn geschichtlich und wird zum Gegenstand der menschlichen Interkommunikation. Mit Rahners eigenen Worten. Alle Liebe kommt nur zu ihrer eigenen Vollendung, wenn sie aufgenommen und erwidert wird. Erwidert kann sie nur in Freiheit werden. Und Freiheit ist nur, wo die Helle des Geistes und die selige Wachheit des Herzens sind. Weil dies so ist, deshalb kommt Gottes Gnade selber erst zu ihrer eigenen Vollendung, wenn sie gesagt ist.
dann ist sie da. Sie ist da, indem sie verkündet wird. Das Wort rückt die Liebe Gottes erst in den Daseinsraum des Menschen hinein als Liebe, die der Mensch erwidern kann. Das Wort ist also die Wirksamkeit der Liebe. Es ist wirksames Wort. Das Wort Gottes bringt das mit, was es aussagt. Es zeigt an, was in ihm geschieht. Es lässt geschehen, was es anzeigt. Von hier aus wird ohne weiteres Rahners Symboldenken von der innersten Verbindung einsichtig. Von Jesus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, von der Kirche, der die Verkündigung dieses Wortes anvertraut ist, und von dem Sakrament, das für Rahner die höchste Wesensverwirklichung des wirksamen Wortes Gottes ist. Dabei ist nicht zu übersehen, dass Rahners Erfassen des Wortes Gottes verbunden bleibt mit seiner Erfahrung des Schweigens Gottes. Hat Gott den Menschen in seinem Wort mitgeteilt, dass er Liebe ist und dass er Liebe bleibt, dann hat er wirklich alles von sich gesagt, was kein Nachdenken über ihn ergründen kann. Aber er hat den Menschen damit nicht alles gesagt, was sie zum Bestehen ihres Lebens und ihrer Geschichte brauchen. In einer seiner eindringlichen Situationsanalysen sagte Rahner: Die konkreten sittlichen Probleme sind vielfach innerweltliche Sachprobleme, vor denen ein Christ meist ebenso ratlos steht wie die anderen Menschen. Selbst bei einer Berufung auf Gott und sein Evangelium wissen wir nicht, wie konkrete Fragen, etwa über die Bevölkerungsexplosion, über den Hunger in der Welt, über eine mehr Freiheit und Gerechtigkeit bietende Strukturierung einer Gesellschaft von morgen konkret zu beantworten sind. Gott nimmt uns unsere weltlichen Probleme nicht ab. Er erspart uns nicht unsere Ratlosigkeiten. Man sollte darum auch in der Kirche nicht so tun, als ob es doch so sei. Letztlich zwingt uns sogar die Berufung auf Gott in eine letzte Ratlosigkeit hinein. Denn er ist das unbegreifliche Geheimnis, das uns verbietet, irgendeine eigene Helligkeit in unserem Dasein als das ewige Licht zu betrachten. Karl Rahner verstand die Menschwerdung Gottes nicht wie die Anselmsche Satisfaktionstheorie das will, als veranlasst durch die Sündenschuld der Menschheit, sondern skotistisch als höchstes Geschehen der Liebe Gottes und damit zugleich als denkbar höchste Ehrung des Menschen als Personsubjekt. Ein längeres Zitat möge das verdeutlichen. Die Abkürzung, die Chiffre Gottes ist der Mensch. Das heißt, der Menschensohn und die Menschen, die sind letztlich, weil es den Menschensohn geben sollte. Wenn Gott nicht Gott sein will, entsteht der Mensch. Gerade das und nichts anderes, könnten wir sagen. Damit ist der Mensch natürlich nicht in das Blatt Alltägliche hinein erklärt, sondern in das immer unbegreifliche Geheimnis heimgeführt. Aber solches Geheimnis ist er. Und wenn Gott selber Mensch ist und es in Ewigkeit bleibt, wenn alle Theologie darum in Ewigkeit Anthropologie bleibt, wenn es dem Menschen verwehrt ist, gering von sich zu denken, da er dann von Gott gering dächte, und wenn dieser Gott das unaufhebbare Geheimnis bleibt, dann ist der Mensch in Ewigkeit das ausgesagte Geheimnis Gottes, das in Ewigkeit am Geheimnis seines Grundes teilhat und auch dort, wo alle Vorläufigkeit vergangen ist, immer noch als das unauslotbare Geheimnis in Liebe, die selig ist, angenommen werden muss, wenn anders wir nicht meinen dürfen, wir könnten die Selbstaussage Gottes aus sich heraus, die der Mensch ist, durchschauen, sodass sie und wir selber uns langweilig werden könnten. Wenn anders wir nicht meinen, wir könnten hinter den Menschen anders kommen als dadurch, dass wir ihn
in die selige Finsternis Gottes selbst hineindurchschauen und da erst recht dann begreifen, dass dieses Endliche die Endlichkeit des unendlichen Wortes Gottes selbst ist. Christologie ist Ende und Anfang der Anthropologie, und diese Anthropologie in ihrer radikalsten Verwirklichung, nämlich der Christologie, ist in Ewigkeit Theologie. Ende dieses Zitates. Auch das engstens mit der Christologie verbundene Verständnis der Erlösung ehrt bei Rahner den Menschen als das von Gott zur Freiheit befreite Personensubjekt. Erlösung ist wenigstens im Normalfall des Menschen, wem vom Unmündigen abgesehen wird, nicht etwas, was einfach am Menschen durch die Tat Gottes an ihm über seine Freiheit hinweg geschieht, sondern ist die Endgültigkeit dieser Freiheitstat des Menschen selber, so sehr sie zuerst und erst recht Tat Gottes am Menschen ist. Aus dem Bedenken dessen, dass Gott den Menschen schon durch die Erschaffung sowohl zur Würde eines echten Partners erhoben, als auch zum Subjekt einer von der Gnade getragenen Freiheit bestimmt hat, ergibt sich für Rahner konsequent die Ablehnung des Gedankens einer Vertretung der menschlichen Subjektivität, einer Stellvertretung im Wichtigsten, das es für den Menschen überhaupt gibt, in seinem intimsten Verhältnis zu Gott. Gerade weil die Vorstellungen eines ein stellvertretendes Sühneleiden verlangenden Gottes wieder überhand nehmen, die der Offenbarung des Gottes Israels und des Gottes Jesu Unrecht tun, eine Zunahme, die im Gefolge Hans Urs von Balthasars zum Beispiel durch Namen wie Raimund Schwager, Karl-Heinz Menke, Gerhard Ludwig Müller charakterisiert ist, sei das hier besonders betont. Rahner sieht mit großer Entschiedenheit das Verhältnis des Menschen zu Gott nicht in erster Linie im Zusammenhang mit menschlicher Sünde und Schuld. Er sieht Erlösung als wirkliches Heil des Menschen in der Liebe Gottes im Voraus zu jeder möglichen Schuld. Zugleich eröffnet er auch in dieser Hinsicht den Fragehorizont nach der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel und des Bösen in der Schöpfung. Er sei mit dieser wichtigen, für die Zukunft bedeutsamen Sicht selber zitiert. Die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ist nicht in erster Linie und einfach hin und von vornherein zu verstehen als die Bedürftigkeit für die Aufhebung einer eigentlichen Sündigkeit des Menschen, sondern seine Erlösungsbedürftigkeit liegt der faktisch natürlich gegebenen Sündigkeit des Menschen voraus. Das Christentum kann in seinem letzten Wesen nicht erfahren und begriffen werden durch die Sündigkeit des Menschen und durch die Befreiung von Schuld. Vielleicht ist das eine spezifisch katholische These, durch die sich die katholische Gnaden- und Erlösungslehre von der reformatorischen unterscheidet. Jedenfalls aber ist diese These nur eine andere Ausdrucksweise für die katholische Lehre, dass das wirkliche Heil des Menschen in der Unterscheidung von Natur und Gnade auch im Voraus zur persönlichen Schuld des Menschen und im Voraus zu der sogenannten Erbsünde, das Ereignis freier vom Menschen aufgrund seines Wesens nicht einklagbarer Liebe, eben Gnade ist. Soweit dieses letzte Rahner Zitat für heute Abend. Sola gratia, alles ist Gnade. Die Liebe Gottes ist alles. Das ist wohl das wichtigste Vermächtnis Karl Rahners für die Zukunft. Karl Rahners gesamte Theologie lässt sich als eine Theologie der Liebe lesen, und darum wird sie bleiben. Dankeschön. Applaus